Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Watch Dogs Legion. Wir brauchen euren Schutz nicht. Mal gucken, wie wir jetzt an unseren Agenten hier rankommen. Ich würde gerne wissen, wo der ist. Angeblich noch tiefer. Hier aber nichts gesehen. Und vorhin über die Baustelle bin ich nur aufs Dach gekommen und nicht nach unten. Ja. Oh, hier. Lol. Der war jetzt offensichtlich. Unser vermisster Freund. Mach ihn los und schick ihn ins Versteck. Ich will auch dann gleich zu ihm wechseln. So, direkt reden. Geht's dir gut? Mir geht's gut, aber Emma Child sollte sich nach einem Innenausstatter umsehen. Sehen wir uns im Versteck? Fantastisch. Kann ich direkt wechseln? Ausgezeichnet. Sobald er zurück ist, kriegt er von mir neue Unterwäsche. Jetzt brauchen wir... Naja. Erstmal will ich zu ihm wechseln. Oh, warum? Manten am Trafalgar Square. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Okay. Kann ich jetzt das... Ja, danke. So. Hallo, hallo. Jemand anders macht blau, darum bist du jetzt dran. Aus. Ja, ja, jemand anders macht blau, ist klar. Gezeichnet. Ich hoffe, der würde einfach mit dem Auto abhauen, dann könnte ich jetzt schön Raketen rausholen und ihn einfach wegballern. Aber ich wette, er kommt nicht selber. Gut, ich kann alles sehen. Besprechen wir den Plan. Die Kanadier haben mir ein Büro am Platz überlassen, damit ich dich im Auge behalten kann. Gott segne das Commonwealth. Also, Folgendes wird passieren. 4 Scharfschützen decken alle Winkel ab. Hier, hier, hier und hier. Dein Job ist, Malik aufzuspüren. Und wenn du ihn dann hast, kratz deine Augenbraue. Das bestätigt das Ziel. Dann bis 2 zählen und ducken. Ja, und dann verpasst ihr mir auch eine Kugel, habe ich recht? Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid, wenn man euch ans Bein pinkelt. Wenn ihr mich nicht verarscht, verarsche ich euch nicht. Wie klingt das? Alles klar. Oh, ist doch mal was. Einsatzteamleiter, Bericht. Keine Spur von Malik, Ma'am. Sauberer Schuss auf den Deadseck-Arsch. Verlockend. Fuck. Wo zum Teufel ist er? Mir gefällt das nicht. Echt nicht. Mir auch nicht. Scheiße. Ich habe hier kein Filament-Terminal. Ich muss eins anfordern. Etwas Geduld bitte. Das dauert ein bisschen. Bagley, ich könnte Hilfe brauchen. Wenn doch nur jeder Einwohner Londons ein Hightech-Überwachungsgerät bei sich tragen würde. Hack ein paar Optics und ich überprüfe, ob Malik irgendwo zu sehen ist. Verstanden. Dein letztes Opfer hat eine Körperkamera getragen. Ich scanne die Festplatte und gucke, ob ich Malik entdecke. So. Ja, oder war er drauf? Da bei dem Müllalter. Entweder ist das ein toter Briefkasten oder er ist gern kostenlos. Was ist hier los? Malik wäscht wohl Wäsche. Mit dieser Technik wird man ein Überwachungsteam los. Wenn das so ist, befindet sich in diesem toten Briefkasten noch ein zweiter Treffpunkt. Ist unsere Deckung aufgeflogen? Ich glaube nicht.
Er würde verschwinden, wenn er eine echte Bedrohung sehen würde. Ich versetze die Schützen in Bereitschaft, während wir umplanen. Ich sehe weder relevante Videos noch Fotos. Such weiter. Ich durchsuche die Daten. Nichts. Versuch's bei jemand anderem. Was zur Hölle geht hier vor? Glaubst du wirklich, ich lasse mich von Nigel Cass hinters Licht führen? Er hat das Treffen aufgenommen, weil ich das wollte. Und Emma Child hat das bekommen, weil ich es wollte. Und jetzt hat die Polizei die vollständigen Profile all eurer Leute. Wenn du leben willst, dann auf den Boden und die Hände an den Kopf. Du verwechselst mich wohl mit einem Feigling. Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Wir wollen gehört werden. Das ist, damit ich die später nicht treffen. Verflucht. Hey, hier drüben! Ich weiß nicht. Die GPS-Daten zeigen, dass sie zum relevanten Zeitraum nicht in der Nähe war. Versuch's weiter. Ja, los, Bewegung! Child war in der Botschaft. Scheiße. Es ist zu spät. Los! Nur ein Gedanke. Albion-Wachen tragen normalerweise Körperkameras. Manchmal schalten sie sie sogar an. Soll das? Ich werde plötzlich gesucht und ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, hier genauso. Was zur Hölle? Anscheinend hat Malik nicht geblufft. Eure Gesichter sind überall in den Nachrichten und nicht im positiven Licht. Verdammt! Bagley, ruf alle ins Versteck. Wir müssen uns treffen. Ah, super. Das lief ja 1A. Hätte ja nicht schlechter laufen können, oder? Wurde durch eine Reihe von Explosionen zerstört und eine Person, die Teil der Netzwerkorganisation ist, wurde auf Überwachungsaufnahmen bei einem Fluchtversuch gesehen. Der neue Leiter der SIRS Antiterror-Einheit, Richard Malik, hat Folgendes dazu gesagt. Ich appelliere an meine Amtskollegen auf der ganzen Welt, diese Netzwerk-Bedrohung unter keinen Umständen zu vernachlässigen. Das ist kein Widerstand. Widerstand gegen was? Es ist eine internationale Terroristen-Miliz. Gemeinsam mit meinen Amtskollegen Fünf-Augen-Nation werde ich dafür sorgen... Genug! Ihr seid am Arsch! Die schießen da draußen auf uns. Wir müssen ihn ausschalten. Das würde ich nicht empfehlen. Detzeks Überlebenschancen gehen in allen Szenarien gegen Null, noch bevor er gefunden wird. Malik weiß das wohl auch. Einige von uns hatten da eine Idee. Bagley, zeig schon. Erledigt. Die Theorie. Ein Regierungsgebäude wie das Canada-Haus zu sprengen, erfordert Schmiergelder, ein Infiltrationsteam, Material und so weiter. Das hinterlässt eine Papierspur, die von einigen das Malik-Dossier getauft wurde. Wir brechen ins SRS-Hauptquartier ein, stehlen es und beweisen, dass Malik hinter dem Anschlag steckt. Vielleicht finden wir sogar noch etwas zu Zero Day. Missionsliste ist aktualisiert.
Nochmal da einbrechen. Ah ne, wir sind ja... Eine Sache noch. Ich weiß, dass Malik gerade unsere beste Spur zu Zero Day und den Bombenanschlägen ist. Aber er ist verflucht gefährlich. Wenn du ihn siehst, wir brauchen ihn nicht lebend. Das ist es nicht wert. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das, was Malik über Zero Day und die Bombenanschläge... Weil es ist extrem wichtig. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Die Zustimmung gegenüber des Sirs schoss heute in die Höhe, nachdem einer Leiter Malik ankündigte, dass die Fünf-Augen-Nationen koordiniert und global gegen DedSec vorgehen werden. Na super. Mr. Malik, was genau unternimmt der Sirs, um die Briten zu schützen? Nun, wir wollen nicht nur Großbritannien schützen. Bald schon werden wir wissen, wenn jemand in einem Land mit CTOS auch nur das Wort DedSec ausspricht. Danke. Der Sirs weist darauf hin, dass positive Unterhaltungen über die DedSec-Terroristen oder deren Taten zu Ermittlungen führen können. Ich bin hier. Unser Missionsziel? Wir sind hier, um Dokumente zu finden, die wir das Malik-Dossier nennen. Im Grunde ist das der Papierbeweis, dass Malik hinter den Bombenanschlägen auf das Canada-Haus steckt. Das Problem ist, dass diese Dokumente nicht auf einem Computer sein werden. Die sind auf Dutzenden im ganzen Land verteilt. Was sollen wir denn machen? Das ist die Millionenfrage, oder? Die sollten wir Malik stellen. Der Sirs verwendet einen Supercomputer namens Filament, um Daten aus dem CTOS-Netzwerk zu verarbeiten. Das funktioniert wie Nudel. Und man könnte damit jedes Dokument auf jedem privaten Regierungs- oder Geschäftsgerät überall in Großbritannien direkt suchen. Na, sieh mal einer an. Brich ein und verbinde Bergley mit einem Filament-Verwaltungsterminal. Er erledigt dann den Rest. So wie immer. Na, gehen wir selber mal hoch. Ah, ich hätte gehofft, hier finden wir auch noch mehr. Thank you.
Vollautomatisch MP. Ich hätte die Agenten draußen auch tarnen können. Von deiner Optik auf das Filament Admin Terminal zuzugreifen, musst du das SRS-Satellitennetzwerk auf meinen Paketstream vom Bloom Tower ausrichten. Hätte ich die ganze Zeit nur hier als was machen müssen. Ich Idiot. Kleinen Schnüffelcomputer des Sirs streamen können. Geh in den Keller und hack den Filament Admin Terminal. In den Sicherheitssystemen des Gebäudes ist ein Eindringling. Kanal wird gehackt. Ich habe die Sicherheitssysteme des Gebäudes übernommen. Ja und? Dieser zentrale Server ist das Admin-Terminal von Filament. Verbinde mich mit ihm, damit ich Zugriff kriege. Yo, Access denied. Verflucht, wir wurden ausgesperrt. Oh, und anscheinend hat Malik die Mikrowellendrohnen losgeschickt. Wie war das? Mikrowellendrohnen, eine von Filaments hochmodernen Gegenmaßnahmen. Sie setzen kleine Mikrowellenkanonen ein, um kompromittierte Hardware einzeln zerstören zu können. Eine Art Chemotherapie für Computer. Der Serverraum verriegelt sich automatisch, während sie im Einsatz sind. Vorschläge? Kapere eine der Mikrowellendrohnen und schieße mit ihr die anderen ab. Zum Server haben. Vorschläge? Wenn wir komplett neu starten, wird seine Verbindung zurückgesetzt. Das verschafft uns genug Zeit, um unseren Einbruch abzuschließen. Aber Filament verwendet 3 Quantenprozessoren mit jeweils eigener Stromversorgung. Wir müssen jeden einzeln neu starten. Wir ziehen also den Stecker und stecken ihn dann wieder rein, okay? So. Scheiße. Du
Naja, bisher ist noch keine Verstärkung da. Sich das einer an. Eine Reihe von Besitzbelegen über 40 Kilogramm Septex wandert quer durch ein Dutzend Strohfirmen, aber ganz am Ende steht eine Adresse in Southall. Und wer hat 30 Jahre lang genau auf der anderen Straßenseite gewohnt? Victoria und Imran Malik, Eltern eines gewissen Richard. Das beweist gar nichts. Missionsbericht für zwei SIRS-Agenten, die Sprengstoff als Teil einer Übung platzieren sollten. Und unterschrieben ist er vom Innenminister höchstpersönlich. Ein schlechter Tag, um Minister zu sein. Wie spannend. Wusstest du, dass der Sicherheitschef des Canada House eine Tochter hat, die in Kairo im Gefängnis saß und dass sie eine Woche vor der Explosion begnadigt wurde? Na, da würde er dem SIRS-Officer, der die Ägypter unter Druck gesetzt hat, doch sicher einen unheimlich großen Gefallen schulden, oder? Das würde er wohl. Anscheinend hat Malik aufgegeben, die Mikrowellendrohnen kompromittierte Hardware zerstören zu lassen. Jetzt lässt er dich ins Visier nehmen. Das Ergebnis ist ungefähr dasselbe. Was haben wir denn hier? Direkt von deinem eigenen Laptop, Malik. Akten zu all den kleinen Nebengeschäften, die du betrieben hast. Mal ehrlich, das hättest du auch gleich böse Bombenverschwörung.doc nennen können. Das reicht. Das kannst du nicht machen. Das darfst du nicht tun. Doch, das können wir. Komm, noch 2%. Unabhängige Stromversorgung wurde wiederhergestellt. Kehre zum Zentralkern zurück, um den Zyklus abzuschließen. Gute Arbeit, Bagley. Schnappen wir uns jetzt diese intrigante Ratte. Aber mit Vergnügen. Jawohl. Können wir immerhin aufdecken, dass wir es nicht waren. Access granted. Filament-Integration abgeschlossen. Und anscheinend konnte Malik seine Spur noch nicht verwischen. Ich glaube, ich kann seine Position zurückverfolgen. Na los. Sehr schön. Okay, dann suchen wir mal. Zu alt. Zu jung. Zu hässlich. Zu weiblich. Ah, da ist er. Hallo Malik. Deine Verbindung ist weg. Kommt es mir nur so vor oder hat er Verstopfung? Klar, was wäre ein Aktentaschenpenner ohne Aktentasche? Na sowas, da hat jemand die Tür zugesperrt. Keine Sorge, das wird unmöglich Oh nein, hat es doch. Hey, was zur Hölle, Mann? Das ist ein Problem, oder? Versucht er ernsthaft mit einem Auto zu entkommen? Einem Auto, das mit dem stadtweiten Überwachungsnetzwerk verbunden ist, das ich kontrolliere. Autopilot aktiviert. Hallo nochmal. Schon lustig. Was? Trotz all deiner Intrigen scheinst du unter Druck zu versagen.
Tja, da wurdest du wohl fertig gemacht von der KI. Und jetzt? Ich habe das Malik-Dossier zu jeder Nachrichtenredaktion von der GWB bis zum Mitteilungsblättchen der Waliser Schafzüchter geschickt. Es wird sicher eine Zeit dauern, aber das sollte Deadsecks Namen reinwaschen. Zumindest in dieser Sache. Und sehr schön. Der hat sich dummerweise in ein selbstfahrendes Auto gesetzt, das mir einen Gefallen schuldet. Es bringt ihn zu einem sicheren Ort. Gibt es einen Grund, warum wir das Auto nicht einfach in den Fluss fahren? Würde ich lieben gerne tun. Aber er könnte Teil von Zero Day sein. Keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Aber wir müssen es rausfinden. Hörst du, Malik? Diesmal kannst du uns echt helfen. Verdammte Scheiße, du irrer Roboter! Halt an! Oh. Hat man das nicht schon? Malik ist im Versteck in Gewahrsam. Okay. Da wir ihn jetzt haben, sollten wir mit ihm reden und ausfinden, was er über Zero Day weiß. Nur komm ihm nicht zu nahe, okay? Solange er lebt, ist er eine Gefahr. Alles klar, Verhörer Richard Malik im Versteck. Aber das Ganze werde ich erst in der nächsten Folge tun, denn die hier ist vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne eine Bewertung da, gerne ein Abo, um mich zu supporten und aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dann, haut rein.